Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir machen weiter mit unseren Textfeldern, dort wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. So. Entschuldigung. So, wir hatten den Insert-Befehl kennengelernt, wir hatten gesehen, wie wir Markierungen setzen können, definieren und setzen können. So, und diesmal hatte ich ja das letzte Mal versprochen, beschäftigen wir uns mit dem Auslesen von Textfeldern. Und ich werde das aber jetzt so machen, dass ich das in zwei verschiedene Videos einteile, weil der Get-Befehl ist einfach zu erklären und beim Dump-Befehl, dem hier, der häufig vergessen wird, der meistens gar nicht gesagt wird, dass es den gibt. Der ist etwas komplizierter, ist aber das eigentlich Wichtige, wenn man mit Textfeldern programmiert. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin und sagen, ich definiere mir hier eine Variable String, so, und sage Zettel.get. Und hier muss ich eingeben, von wo bis wo ich das auslesen möchte. Ich möchte von der ersten Position bis zur Endposition möchte ich das auslesen. So. Und da gebe ich dann einfach ein End. Weiß ich gar nicht mehr, ob das klein oder groß geschrieben wird, aber ich glaube, es wird groß geschrieben. Und das Ganze möchte ich mir ausdrucken lassen, und zwar werde ich mir das nicht im nicht in meiner in meinem Fenster ausdrucken lassen, sondern auf der Shell. So, ich speichere das Ganze ab und oh, hallo, ich bin der erste Text. So, jetzt gebe ich irgendwas ein. Irgendwas. So, und jetzt seht ihr erstmal gar nichts. Wir müssen jetzt hier die Shell öffnen und müssen gucken, was der uns gemacht hat. So. Ja, hier unten. So, also, hallo, irgendwas so. Ich bin der erste Text, das hat er uns ausgegeben. Und wenn ich jetzt hier, kann ich das mal zur Seite rücken. Jetzt sage, na, ich gebe einfach mal Leerzeichen ein, so, dann macht er das so, gibt er mir wieder aus und noch eine kleine Probe. So, und jetzt gibt er mir das nochmal aus. Also mit get, mit diesem Befehl get, kriege ich einfach den reinen Text. So, und ich ändere das jetzt nochmal ab und sage, ich möchte nur, was weiß ich, bis zum 10. Zum 10. Charakter möchte ich das haben. So, und das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Nur die ersten 10 Zeichen. So, und jetzt gibt er mir hier tatsächlich nur von der ersten Position bis zur 10. Position die Zeichen aus. Das heißt, wir können relativ variabel einlesen. So, jetzt werdet ihr euch aber wahrscheinlich etwas wundern, zumindest wenn ihr schon ein bisschen Programmiererfahrung habt, wo ist denn meine Formatierung hin? Denn wir hatten das ja hier oben ausgegeben, da war irgendwas auf Fett mit dabei, das sehe ich hier gar nicht. Also wo ist unsere Markierung als Bold hin? So, und die kriege ich mit dem Get-Befehl nicht. Und dafür müssen wir uns dann den Dump-Befehl ansehen. Und das machen wir in dem nächsten Video. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war jetzt nichts Großes, aber ich denke doch erstmal etwas ganz Wichtiges. So, wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.